guten herzlichen Tag. Hier ist mal wieder der Aimbot, der seine Videos immer mit so einer ganz komischen Stimme ansagt. Und zwar soll es jetzt wieder eine Runde Fallout geben. Leider habe ich nicht früher mit dem Aufnehmen angefangen. Nämlich, ich bin im Loeb Enterprises Gebäude und habe allerdings die ersten beiden Sub-Dungeons leider schon durchgezockt. Dabei war in denen viel los. Aber immerhin ist einer jetzt noch übrig. Und den will ich jetzt in diesem Video zeigen. Normalerweise gibt es hier natürlich auch wieder ganz viel einzusammeln, wie immer. Das ist nämlich immer das Nervige, wenn man einen Dungeon mit einem Charakter zum ersten Mal betritt, dass man dann wieder alles sammeln muss. Ja, ich weiß, dass 99,9% Spieler anscheinend in der Lage sind, auch Zeug liegen zu lassen, aber ich nicht. Jedenfalls ist hier alles voller Blecharme, die jetzt irgendwie weggekriegt werden müssen. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich das schaffen soll. Eigentlich macht es auch gar keinen so wirklichen Sinn, die Items jetzt alle schon wegsammeln zu wollen. Sondern am besten sammle ich die dann ein. Wow, da sind ja ganz viele. Am besten sammle ich die, wenn ich mit dem Dungeon fertig bin, also wenn alles außer mir tot ist. Und ich muss mich wieder umgewöhnen, dass mich die Musik ja jetzt wieder nicht vorwarnen kann. Ich bin gleich weg, du! Du alter Nervkopf! Der hat ja einen Gatling-Laser. Wimmel, 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 wimmel. Och nö, ich verliere viel zu viele Striche, was soll ich denn da machen? Das juckt doch vielleicht mal. Wir fangen doch gerade eben erst an. Och nö, ist das doch Cheaterick hier. Wobei, es kann sinnvoll sein, so rumliegende Blechdosen und so wegzusammeln, damit der Charakter nicht die ganze Zeit hoppelt, wenn man läuft, sondern dass man sich gleichmäßig bewegt. Woher, du kommunistischer Blechdosen-Typ? Ist der Cheaterick? Aber vielleicht kann ich das ja ausnutzen, damit die sich gegenseitig fertig machen. Na toll, ich darf aber nicht getroffen werden. Und wenn dieser kommunistische Blechdosen-Typ da nicht ums Eck kommen will, dann geht das ja nicht. Ah ja, ich glaube, nur ein Kuhmer rollt rund. Der ist ja schon mal erledigt. Nervige Leiche entfernt. Wo ist der Ah, da ist der. Ja, na klar, da kommt ein Idiotenhirn. Euch zeige ich's. Kommt raus aus euren Löchern. Da ja, kommt auch noch ein Dummi-Protektron. Die treffen mich viel zu viel. Moment mal, warum ist denn da gerade was explodiert? Ey, dir werde ich's geben. Och nö, dieses beknackte Idiotenhirn, ey. Was gibt's das aber auch? Wir alle hassen Idiotenhirne. Ey, ich werde dich in den Arsch kicken. Das gibt's nicht, dass du mich immer triffst. Wusch, 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 wusch. Ey, das Teil verliert ja überhaupt keine Striche. Teufel! Die mache ich fertig, du! Kann nicht mal einer von euch gefrenzied werden? Was? Oh nein, da kommt sogar noch so ein Blecheimer, toll! Bim, 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 bim! Och nö, ist das so cheaterig hier!
Ey, nee. Hey, ich muss den jetzt austricksen. Ah, genau so. Och, nö. Schieß doch mal daneben, ey. Ja, diese scheiß Idioten hier, ne? Hör zu! Na klar, jetzt hämmern die natürlich die Türen wieder auf. Ey, du da draußen! Och nö, jetzt kommt der auch noch. Na klar, trifft mich das noch, ey. Ich war doch schon längst weg. Wenn ich jetzt wüsste, ob die Explosion irgendwas getroffen hat. Nee, natürlich nicht. Ach, weißt du was, mir wird's jetzt zu blöd. Na klar, schießt er in dem Moment, wo ich die Granate werf. Feuer in der Hole! Feuer ins Arschloch, wollte ich sagen. Aber natürlich werde ich immer getroffen von diesen Cheater-Typis. Feuer in der Hole! Und ich werde jetzt langsam wirklich gut, du alter Bastard! Och nö, wieso driften da überhaupt nichts? Das ist ja mal total gecheatet, ey. Also das muss jetzt aber ein Volltreffer gewesen sein eigentlich. Warum rennt sich das denn die Gegner nicht? Na klar, da kommt von hinten noch so ein Idiotenhirn. Bumm. Och nö! Ich will jetzt eigentlich nicht das ganze Video lang zeigen, wie ich dauernd unsinnig getroffen werde und laden muss. Sondern ich will hier Action zeigen. Ja, dann kill dich doch selber, du! Och nö, wieso machen denn die Waffen überhaupt nichts? Das ist mir nämlich viel zu blöd mit euch. Wo sind die alle? So, da drin. Wieder mit dir. Du kannst was erleben. Nee, es gibt hier einen scheiß Leichenbug. Weiß bestimmt auch keiner außer mir, was der Leichenbug in diesem Spiel ist. Der ist, Bug ist nämlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erklärt habe. Das Spiel denkt einem, seine Nahkampfwaffe hätte eine Leiche getroffen, obwohl man eigentlich einen lebendigen Gegner getroffen haben müsste. Überhaupt, wer hat das so buggig gemacht, dass die Nahkampfwaffen auch Leichen treffen können? Man muss nämlich immer aufhören drauf zu hämmern, wenn der Gegner tot ist. Ansonsten trifft der eine Schlag, den man immer zu viel macht, nämlich die Leiche. Beziehungsweise man muss den Schlag dann daneben gehen lassen, damit die Leiche nicht nochmal getroffen wird. Und ja, ich weiß, dass es 99,9% aller Spieler egal sein wird, ob das dann nochmal die Leiche trifft. Nämlich einer aus meiner Familie, der zockt als New Vegas und manchmal auch noch Fallout 3. Und der ist allerdings nicht so gut in diesem Spiel wie ich. Und als er nämlich zum ersten Mal gezockt hat, da habe ich ihm das dann versucht zu erklären. Moment mal, das Mikro ist schon wieder viel zu nah an meinem Mund und dann beschweren sich wieder alle doll. Jedenfalls habe ich dem dann versucht zu erklären, dass wenn er weiterhämmert, dass der Gegner ja dann eigentlich schon tot ist. Und er dann so, ja, das ist mir doch egal, ob das jetzt den toten Gegner nochmal trifft.
In Wirklichkeit ist es aber so, dass die Waffe dann weiterhin Haltbarkeit verliert. Und als ich ihm das dann nämlich gesagt habe, da war es ihm dann auf einmal nicht mehr so egal. Aber der größere Fehler ist, dass dann nicht der lebendige Gegner getroffen wird, wenn eine Leiche unter ihm ist, sondern das Spiel so voll idiotisch ist und denkt, man hätte die Leiche getroffen. Was? Oh nein, da sind ja noch ganz viele. Was zum Teufel? Oh nö, das sind viel zu viele, ey. Jetzt hämmer ich dich aber. Mein Goldschwert wird dich zerhacken. Da kommt wieder ein Idiotenhirn. Ey, ich kann dich nicht ausstehen. Sterb. Sterb doch einfach, du. Oh nö, da kommt wieder so ein kommunistischer Mr. Gatzi anscheinend. Weg, weg, weg. Oh doch. Ey, das kann mich unmöglich getroffen haben, du Cheater. Ey, hör mal auf zu cheaten, du! Nämlich der Boyin D, der wird ja sagen, dass die Tatsache, dass ich speichern und laden kann, Cheating ist. In Wirklichkeit ist es aber kein Cheating, sondern diese Strategie nennt sich Erfolg. Nämlich leider kann der Boyin D ja den Aimbot-Modus nicht testspielen. Ansonsten wird er merken, dass seine Strategie, die nämlich darin besteht, Simpacks reinzupumpen und nicht zu speichern, hier nicht geht. Was aber auch noch ein Grund wäre, warum es nicht gehen wird, ist die Tatsache, dass es im Aimbot-Modus so gut wie keine Ammo gibt. Das heißt, da ist nicht einfach mal von 20 Schuss 21 Stück daneben blasen, sondern wenn man das macht, dann hat man einfach irgendwann überhaupt keine Ammo mehr. Also Ammo ist im Aimbot-Modus ultra selten, das kann sich ein Normalsterblicher gar nicht vorstellen, wenn ich sage, die Ammo ist 50 mal seltener als in Vanilla. Damit kann ein Normalsterblicher nichts anfangen. Aber das ist jedenfalls der Grund, warum man praktisch überhaupt keine Ammo im Aimbot-Modus hat. Und somit jede Kugel kostbar ist. Man kann die Ammo natürlich auch nicht einfach kaufen. Nämlich ein Schuss-Sniper-Gewehr kostet über 50 Grauen-Korks, wenn man ihn kaufen will. Wenn man dagegen versucht, ihn zu verkaufen, dann kriegt man maximal 2 Grauen-Korks. Und ähnliches gilt für die Preise von anderen Items. Allerdings ist es jetzt so, dass ich durch den Dungeon eigentlich auch schon wieder durch bin. Leider. Der vorherige Sub-Dungeon war weitaus spannender. Und das bedeutet nämlich, dass das Video jetzt eigentlich fertig sein könnte. Und ich jetzt nur noch theoretisch über irgendwelches Zeug labern könnte, was sich aber niemand anhört. Weil niemand außer mir wird schließlich den Aimbot-Modus jemals spielen. Also wird es auch keinen interessieren, was ich über den Aimbot-Modus jetzt noch so zu sagen habe. Aber auf jeden Fall ist es so, und das kann man sich wahrscheinlich denken, dass ich sicher ein Buch voll schreiben könnt mit Gründen, warum der Aimbot-Modus so viel schwieriger ist als alles andere und warum man den so spielen muss, wie ich es tue, um überhaupt eine Chance haben zu können und so weiter. Hehe, wenn der Geilkind hier jetzt guckt, dann wird er wieder sagen, hör, wieso ist denn da Musik von Donkey Kong Country? Ganz einfach, weil ich die gut finde und deshalb in dieses Spiel eingebaut habe. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, all das, was die sogenannten Ungläubigen als über den Aimbot-Modus sagen,
von wegen, ja, das könnte ja gar nicht sein, dass der so schwer ist, oder das wäre gecheatet, wie du spielst, oder dieses ganze Blablabla, was es da so gibt. Das würde ich theoretisch alles widerlegen können. Und zwar mit Beweisen und so. Aber, wie schon gesagt, könnte ich darüber viele Seiten füllen und es wird sich dann niemand durchlesen, leider. Oder aber, diejenigen, für die ich das dann schreiben würde, wären solche Faggots und würden absichtlich dann weiter rumnerven, von wegen, das wird ja gar nicht stimmen, was ich da so von mir gebe und so. Einfach um mich zu nerven, so welche gibt's nämlich auch. Welche, die sich dann einen Spaß draus machen. Absichtlich so zu tun, als hätten sie es nicht kapiert, was ich sagen will und so. Und dann gibt's natürlich noch die ganz Schlimmen, die sogenannten Haterschweine, die mich versuchen fertig zu machen, weil ich ja angeblich das Spiel viel zu ernst nehme und so. Es stimmt schon, dass ich das Spiel ziemlich ernst nehme, also ernster, als ich es wahrscheinlich nehmen sollte. Aber es ist auch das Geheimnis meines Erfolgs. Wenn ich nämlich nur so zum Spaß spielen würde, also nicht, dass irgendwer falsche Vorstellungen kriegt. Mir macht das Spiel natürlich schon Spaß, sonst würde ich ja nicht spielen. Dann hätte ich schon längst aufgehört und irgendwas anderes gespielt, das leichter ist. Zum Beispiel Castlevania. Aber ich hab's halt gern schwer, also so, dass es auch eine Herausforderung ist, weil Vanilla war ja viel zu einfach. Deshalb habe ich nämlich hier mein Mod erstellt. Und so schwer gemacht, dass es für mich eine Herausforderung ist, aber nicht unschaffbar. Aber wenn ich das Spiel nicht richtig ernst nehmen würde, also wenn ich einfach so versuchen würde, nebenbei zu zocken und mich nicht auf das Spiel konzentriere, dann habe ich im Aimbot-Modus keine Chance. Wobei genau genommen ist es beim Boeing Dealside-Mod im Wasteland Warrior auch so. Weil da muss man irgendwie 50 Mal auf jeder Maulwurfsratte draufkloppen und so. Und das geht ja noch theoretisch, oder Feuerameisen. Die sind ja nicht so schwer zu besiegen. Aber wenn richtig schwere Gegner kommen, die man nicht einfach knüppeln kann, zum Beispiel Raider, dann hat man einfach mal überhaupt keine Chance mehr. Und wenn man sich da dann nämlich nicht absolut konzentriert in Wasted Warrior, da hat man keine Chance. Genau, ich könnte ja eigentlich mal, einfach so zum Spaß, meinen Wasted Warrior Charakter nochmal rauskramen, mit dem ein Video aufnehmen und dann die ganze Zeit kommentieren, was mir an dem Mod alles nicht gefällt. Dann wird der Boeing Deal nämlich wahrscheinlich rotieren. Obwohl ich auch da natürlich wieder Beweise hätte, warum das so und so nicht gehen kann. Jedenfalls nicht mit meinem Spielstil, der ja bekanntlich mustergültig ist. Und das mit dem mustergültig, das ist nämlich auch so ein Running Gag, nämlich der Boeing Deal, der hat diese Idee, sein eigenes Mod mustergültig zu nennen, von mir geklaut. Aber jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass ich das jetzt gleich im Anschluss mal machen könnte. Weil ich habe ja meinen Wasteland Warrior Charakter hier noch drauf. Und dass ich den dann einfach mal wieder ins Spiel lade, also natürlich mit aktiviertem Wasteland Warrior und deaktiviertem Aimbot-Modus. Und dass ich da dann ein bisschen kommentiere. Und natürlich auch mal zeige, wie da mein Spielstil so ist. Wobei mittlerweile hat es der Boeing Deal so gemacht, dass nicht mehr alles so endlos viel aushält, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, ständig eine neue Version ziehen zu müssen und dann jedes Mal das mit dem Gewichtslimit wieder zurecht editieren zu müssen. Und nee, ich kann nicht mit Ingestibles spielen, die mehr als 0 wiegen. Sorry. Und jedenfalls war das damals zu Rafo-Zeiten schon so nervig, dass ich das da immer machen muss. Was zum Teufel? Ey, wieso kriege ich denn das jetzt nicht gehackt? Was? Ey, nee! Das ist mein Dietrich-Skill zu niedrig. Wegen der verdammten Kopfverkrüppelung. Super! So ein Bullmüll, ey! Ach, pfeif doch drauf. Ich beende das jetzt einfach hier und hoffe, dass es auch noch aufnimmt. Sonst habe ich nämlich die ganze Zeit für die Katz gelabert. Ja, nimmt noch auf. Aber wie lang eigentlich schon? Was zum Teufel?